Hallo zusammen und ich begrüße euch herzlich zurück zu Santa Career mit dem einzigartigen, wunderbaren, unnachahmlichen Major Payne. Ja, das sind so Merkmale, die nur auf eine einzige Person zutreffen können. So ist es nun mal. Manche haben die Aura, manche nicht. Und mal schauen, ob er von seiner Aura heute wieder Gebrauch machen kann. Ich bin da ganz guter Dinge. Gucken uns noch den Rookie-Bericht an. Keine wirkliche Überraschung auf der 1. Payne mit einem unfassbaren Double-Double im Schnitt. Und hier sehen wir noch mal im Kalender nur noch 4 Spiele. Mein Gott. Intro episch, Center episch. Da muss das Spiel auch episch werden. Ich meine, alle guten Dinge sind drei und so bin ich guter Hoffnung. Und wisst ihr was? Der Start ist atemberaubend gut. Sofort lässt es Major Payne in der Zone krachen. Hat da ein Screen gestellt, der wird überhaupt nicht genutzt. Da dachte sich der Big Man, komm, roll ich einfach ab. Nicht Pick and Roll, sondern einfach nur End Roll. Mittlerweile muss das ein verankerter Spielzug sein und sofort geht es weiter mit dem Gekrache. Mein Gott, wohin möchte der da fliegen? Der Loopers von Bledsoe und sofort sind wir mitten im Geschehen. 6 Punkte für Payne, der den Ball hier am Perimeter bekommt, denkt sich so, komm, ich stell's dir wieder ans Screen und wieder gibt's den Loopers. Aber der dominante Center der Phoenix Suns belässt es bei einem soften Layup. Kann ich verstehen, das ganze Pulver direkt am Anfang zu verschießen, ist nicht sein Stil. Mittlerweile dürftet ihr das wissen. Machen wir also weiter im Post mit einer Lieblingsbeschäftigung von Major Payne. Hat hier das dicke Mismatch gegen Monta Ellis. Da gibt es den soften Hookshot und das Ganze sitzt. 12 Punkte jetzt für den Big Man auf der 5. Und hier kommt dieser gut aussehende Pass von Felton. Das gefällt Payne gar nicht. Blockt das Ding dagegen ins Brett. Der erste Block überhaupt im Spiel. Sein 111. überhaupt in der Karriere. Mein Gott, diese Zahlen muss man sich erstmal vor Augen führen. Und vor Augen führen muss man sich diese göttliche Rebound-Arbeit. Holt sich den offensiven Rebound. Geht dann nochmal arroganterweise in den Post, könnte man fast sagen. Aber das ist alles Teil der Strategie. Du musst in den Kopf deines Gegners. Das ist so ein Leitmotiv von Major Payne. Und das funktioniert ganz gut, wie wir sehen. Boxt Tyson Chandler aus. Kreist sich den Ball dann in der Luft, also starke Offensiv-Rebound einmal mehr und dann schraubt er sich in Traffic hoch. Layup, Bingo, 18 Punkte hat er jetzt, 8 Rebounds. Hier gibt es den Off-Ball-Screen für Goran Dragic. Letzten Endes landet der Ball wieder im Post, wieder gegen Tyson Chandler. Ein paar Fakes Bingo. Und da kommt der Baseline-Fader mit dem Shimmy-Fake und das war so viel Power auf einmal. Da muss er erstmal auf die Bank. Ich meine, wir wollen ja nicht, dass sich durch diese pure Dominanz, durch diese pure Energie der Platz ein bisschen absenkt. Das könnte man später als Bergbauschäden dann abtun, aber so weit wollen wir dann nicht gehen. Am I controlling the paint? Yeah, I'm always controlling the paint. It's just natural to me. High school I control the paint, college I control the paint. Even when I worked in a hardware store, you know what? I controlled the paint section. That's what I did. Your mindset is working. Well done. Kevin, back to you. Thank you for the great interview, Doris. We'll be back for the third quarter of basketball following halftime. Übrigens, falls es jemanden interessiert, ich bin nach diesem Interview auf die Straße gegangen und habe so eine kleine interne Umfrage gestartet. Und zwar, wie interessant die Leute denn einen fairen Job in der Schreinerei finden würden. Ja, der größte Teil hat abgewunken und dachten sich so, was ist schiefgelaufen mit den Jungen? Aber ihr seht, wenn Payne unterwegs ist, sei es auch nur ein Ferienjob, und da sind irgendwo Bretter in der Nähe,
dann dominiert er die. Das ist ja, purer Siegeswille, Spielwitz. Das sind so Merkmale, die ihn auszeichnen. Und mittlerweile ist er auch die Nummer 1, wenn es ums Rebounden geht. Ganz, ganz oben vor einem gewissen DeAndre Jordan. Der soll auch gar nicht mal so schlecht sein. Aber das sind nur so Nebenschauplätze. Aber die braucht man auch. Die braucht unbedingt ein Major Payne. So ist der Typ gestrickt. Aber wieder in den Fokus mit dem Spiel. 26 Punkte, 13 Rebounds, 1 Assist. Aber das hat nicht viel gebracht, auch wenn es diesen Monsterblock gibt. Und dann direkt hinterher, er rastet aus. Zwei Blocks hintereinander, das sind 113 insgesamt. Aber um meinen anfänglichen Satz zu beenden: die Mavs waren einfach konstanter als Team. Sie agierten als Basketballteam. Manche behaupten, das wäre der Hauptaspekt im Spiel, aber nicht für Major Payne. Der spielte sein One-Man-Army-Ding hier runter, aber manchmal braucht ein Superheld auch einen Sidekick. Den hatte er momentan nicht, auch wenn er am Brett wieder am Fressen war. 28 Punkte, 14 Rebounds, er lauert hier wieder im Post. Wieder gegen Tyson Chandler und der floppt hier, das nutzt er dann aus, um aus dem Spin diesen Hammer auszupacken. Mein Gott, was ist das für eine monströse Athletik. Im vierten Viertel sind wir mittlerweile angekommen. 85 zu 89. Also die Suns wieder im Geschäft. Payne weiter am Rebounden. Holt sich zwei von den Dingern, weil er Goran Dragic vertraut hat. Aber wir sehen, was passiert, wenn man Payne den Ball in die Hand drückt. Ist an der Linie und verwandelt selbstverständlich souverän, nothing but net. Ich habe sogar gehört, für ihn sind Freiwürfe wie für andere eine Art Hobby. Briefmarken sammeln etc. Ball turns the corner. Oh, love the jam! He threw it to the sky and I'm thinking there's only one guy can go there to get it. Und Payne mit diesem unfassbaren Alley-oop-Dunk zieht das Momentum für die Phoenix Suns auf deren Seite, sind jetzt in der Crunch-Time. 3 Minuten noch im vierten Viertel, 97 zu 100. Nowitzki mit dem Drive. Dirkoles am heutigen Abend mit einem Monsterspiel, aber hier wird er denied. Block Nummer 114 und jetzt ging's hin und her. Ein richtiger Schlagabtausch. Meistens verpufften aber die offensiven Bemühungen. Hier unten sehen wir nochmal die Statline. 14 von 22, 37 Punkte, 25 Rebounds. Das war jetzt aber nur Sekunde wichtig, denn Payne wollte den Ball hier haben. Bekommt ihn in den Post gegen Tyson Chandler. Spin zur Baseline, Spin nach innen. Fader. Bingo. 99 zu 103. Ihr fragt euch, wo die 3 Punkte herkommen. Ich sage nur Dirk Nowitzki. Der hatte ein richtiges Sahnespiel. Das hatte ich gerade schon gesagt. Und hier ist Payne in der Zone ohne Defender. Das ist meistens ein unterschriebenes Todesurteil. Aber noch war das Spiel nicht entschieden. Beide Teams die Chance auf den Sieg. Pick and roll. Tomahawk Dunk nach dem Drive, nach dem Pass vom Point Guard, aber wir sehen die Bemühungen von Major Payne. Dieses aufopferungsvolle Spiel gegen Ende wird nicht gewürdigt. Der Sieg bleibt aus. Die Mavs schaukeln das Ganze nach Hause. 43 Punkte, 27 Rebounds, 2 Assists, 3 Steals und 4 Blocks. Die Statline liegt sich wie eine Mathe-Rechnung. Aber wir wissen, dass Mathe teilweise gar nicht mal so geil ist. Hier sehen wir, Nowitzki und Ellis haben das Spiel für die Mavs nach Hause geholt. Aber ich sprach schon von Sidekick. Den hat Payne bei den Suns nicht. Und es ist die Frage, wohin wird Payne gehen nach der Saison? Übrigens staubt er hier noch eine Plakette ab.